Eines Tages, Junge, wird das alles dir gehören. Was, die ollen Gardinen? Nicht doch die Gardinen, alles, was dein Auge erblickt. Die Wälder und die Auen dort. Soweit dein Auge reicht, alles wird einmal dir gehören, mein Sohn. Auch Mutter? Du sprichst mit deinem Vater. Ich weiß, aber ich will nichts davon. Hör zu, Junge, ich habe das alles aus dem Nichts aufgebaut. Als ich hier anfing, hatte ich nichts als Sumpf. Alle anderen Ranger-Könige sagten, ich sei verrückt, hier zu bauen. Aber ich habe trotzdem hier gebaut. Das erste Schloss versank im Sumpf. Da habe ich ein zweites gebaut. Das versank ebenfalls im Sumpf. Also baute ich ein drittes. Das brannte dann ab, weil du gekugelt hast. Aber das vierte, das ich baute, das blieb stehen. Und das wirst du in Kürze von mir erben, Sohn. Das solideste Schloss auf den Inseln. Aber ich will nicht. Kann ich denn nicht? Kann ich denn nicht lieber? Lieber was? Kann ich nicht nur singen? Aufhören! Aufhören! Solange ich was zu sagen habe, wirst du nicht singen. Hör zu, Sohn. In 20 Minuten bist du der Mann eines Mädchens, dessen Vater den größten Landbesitz in Britannien hat. Würdest du das gütigst verstehen? Aber Vater, ich will kein Land. Hör zu, Alex. Herbert. Okay, Herbert. Wir leben in einem Sumpf. Wir brauchen alles Land, das wir kriegen können. Ich mag keine brummeligen Bauernpflaumen. Was soll das heißen? Was gibt's daran auszusetzen? Deine Braut ist reich. Sie ist wunderschön. Sie besitzt riesige Ländereien. Ja, ich weiß. Aber ich möchte, dass das Mädchen, das ich einmal heirate, ein gewisses, ein französisches, ein besonderes Flair, eine Knalle mit... Ausschneiden, los, schneide das raus! Du heiratest Prinzessin Lucky. Je eher du dich an die Gedanken gewöhnst, umso besser. Oder was? Sorg dafür, dass der Prinz diesen Raum nicht verlässt, bis ich komme und ihn hole. Nicht den Raum verlassen, selbst wenn ihr kommt, um ihn zu holen. Nein, du Idiot, bis ich komme, ihn zu holen. Okay, bis Sie kommen, dürfen wir den Raum nicht betreten. Herr im Himmel, ihr bleibt in diesem Raum und sorgt dafür, dass er nicht fortgeht, okay? Bis Sie kommen und ihn abholen. Genau. Wir brauchen also nichts weiter zu tun, als ihn daran zu hindern, den Raum zu betreten. Nein, den Raum zu verlassen. Den Raum zu verlassen, okay. Alles klar? Komm. Klar. Falls er wirklich... Was soll ich dann? Naja... Hör zu, es ist ganz einfach. Ich weiß nicht. Ihr bleibt hier und sorgt dafür, dass er den Raum nicht verlässt. Alles klar? Oh, da fällt mir was ein. Er könnte doch den Raum mit uns verlassen. Oh Gott, nein. Ihr haltet ihn hier drin fest und sorgt dafür, dass er auf keinen Fall... Natürlich halten wir ihn fest. Wir sind ja fest angestellt. Aber wenn er nun mal muss... Ich habe gesagt, ihr sollt ihn hier drin festhalten. Bis Sie oder irgendjemand... Nein, nicht irgendjemand, sondern ich. Dann meinetwegen nur Sie. Ist das klar? Völlig klar. Wirklich? Klar, wir bleiben hier stehen, bis Sie zurückkommen. Dann sorgt dafür, dass er nicht raus kann. Was? Ihr sollt dafür sorgen, dass er nicht raus kann. Der Prinz? Ja, sorgt dafür, dass er nicht abhaut. Ah, ihr meint den Prinzen. Ich dachte, ihr hattet den gemeint. Ich kam mir schon ein bisschen dämlich vor, einen von der Wach- und Schließgesellschaft bewachen zu müssen. Ist was? Oh, nein, nein, keine Probleme. Na gut. Wohin wollt ihr? Wir gehen mit euch her. Nein, ich möchte, dass ihr hier bleibt und darauf achtet, dass er den Raum nicht verlässt. Oh, warum sagt ihr das nicht gleich? Oh, mein Vater! Lass das Geplärre und zieh dir was Anständiges an. Und gesungen wird nicht. Geh und hol dir Natron. Du hast die Hürde gut genommen, Concorde. Danke, Sir. Zu gütig. Und gleich nochmal. Und gleich nochmal. Na komm, Knecht. Mach's deinem Herrn und Gebiet danach. Na los, komm schon, Concorde. Eine Botschaft für euch, Sir.